Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu BF Gaming Sonntag hier mit einem weiteren Video und zwar vom Battlefront Ultimate Team. Im heutigen Video haben wir die liebe Sophie aka Snips GER. Ja, viel Spaß mit der Folge. Genau, wie immer, falls euch das Format gefällt, zeigt es mit einer positiven Bewertung. Ansonsten fangen wir direkt an mit der Karte. Natürlich ist das jetzt schon die fünfte Karte, die fünfte Person, die wir hier behandeln. Mir macht das echt Spaß und auch gestern bei dem Clips der Woche Video hat es mir echt Spaß gemacht. Ich nehme das jetzt am heutigen Morgen auf, also wenn das Video online kommt, habe ich es heute Morgen noch aufgenommen. Oh Gott, weiß Craig. Deswegen, ich habe die Resonanz gesehen, also da sind auch sehr viele unterschiedliche Stimmen, das macht mir sehr viel Spaß. Also da wird es auch definitiv nochmal ein Update geben, wer denn da das Voting gewonnen hat. Ansonsten, ja, fangen wir an mit der lieben Sophie. Ich werde die Karte wie immer einfach straight einblenden. Und da sehen wir schon natürlich die 81er Bewertung, dann Deutschland, weil Deutsch oben ein bisschen strugglen muss, Sophie, die sie kennen, werden es wissen, aber wir drücken mal ein Auge zu. Und Lieblingsclub Bayern, auch wenn sie jetzt nicht so viel mit Fußball zu tun hat, ich habe gefragt, ah, Bayern, ah, gut. Ja, so sieht die Karte aus und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Lichtschwertwert. Da habe ich dir, Sophie, eine 81 gegeben. Und um die zu erklären, auch mal ein bisschen in Relation gesetzt, Bene, ich habe eine 93, Eon, Lord Eon, also Elle hatte eine 86 gehabt, ja, Steven hatte zum Beispiel eine 87, ich finde, wenn wir dich da ein bisschen niedriger setzen als uns, bist du da relativ gut bedient. Ich würde dich trotzdem eigentlich in den ja, frühen 80ern eigentlich sehen, einfach aus dem Grund, jetzt auch die letzten Tage, als wir mal gegeneinander gespielt haben. Es gibt schon gewisse Heldenkombis, da kannst du wirklich gut dagegenhalten oder gar sogar gewinnen. Klar, zum Beispiel mit Vader, also dein Vader ist exzellent, aber ich glaube, jeder Vader ist exzellent, aber nichtsdestotrotz muss man das natürlich berücksichtigen. Und ich denke, wenn du noch ein bisschen mehr trainierst, vor allem dein Movement noch ein bisschen verbesserst, und so, dann könntest du da auch ein bisschen noch höher gehen. Und wenn du vor allem nochmal guckst, mit welchen Helden du wirklich stark bist, dann steht dir da eigentlich nichts im Wege, nochmal ein bisschen höher zu gehen. Ansonsten, ich habe ja auch die anderen Karten schon fertig, wie zum Beispiel von Vartex, wie zum Beispiel von Tüte. Und deswegen, ich möchte jetzt natürlich nicht spoilern, aber deswegen möchte ich da bei der 81 bleiben, um auch diese Lücke zu haben zwischen dem 81er-Wert und dem 86er-Wert von zum Beispiel Elle. Genau. Dann machen wir weiter mit dem Blaster-Wert. Da habe ich dir eine 71 gegeben. Ich wollte dir nichts in den 60ern geben. Ich wollte dir aber jetzt auch nichts höher als 75 geben, weil Bene zum Beispiel bei 75 ist. Und Bene ist schon, joa, mit Blasterhelden. Also da, also wenn Bene der Maßstab ist, so von einem durchschnittlichen, also nicht schlechten, aber auch nicht guten, von wirklich einem durchschnittlichen Blasterheld, würde ich dir ein bisschen niedriger geben als Bene. Einfach aus dem Grund, dass Bene wirklich, ja, nochmal so diesen Funken hat, sage ich mal, ja. Und klar, du hast eine Max 1 und so. Und das habe ich bei mir auch berücksichtigt, sage ich mal. Aber bei mir ist es auch so, dass ich meine Blasterhelden wirklich oft spiele und du halt eben nicht. Deswegen denke ich, geht die 71 auch fit. Vor allem habe ich die 71 Blaster auch in der 81 Lichtschwert kategorisiert. Also da ein bisschen angepasst. Und deswegen denke ich, geht das schon fit, wenn man das im ja, Vergleich hat. Movement habe ich dir eine 80 gegeben. Du weißt natürlich schon, dass es Dinge gibt, wo du ausweichen musst. Du weißt schon, dass du mal springen musst. Du weißt schon, wann du mal Ausdauer regenerieren musst und so weiter und so fort. Deswegen habe ich dir da die 80 gegeben. Viel höher würde ich allerdings nicht gehen. Einfach aus dem Grund, auch das Ganze nochmal in Relation gesetzt. Also klar, hier Bene, Elle und ich hatten 87, 91 und 89. Und Steven zum Beispiel hatte eine 82. Und ich finde, wenn Steven eine 82 hat, will ich dir nicht mehr geben. Gleichzeitig will ich dir nicht niedriger geben oder nicht weniger geben, weil du schon im Grunde genommen weißt, wann du dashen musst, wann du mal dich umdrehen musst. Also, was halt so das Movement ausmacht und was auch so die Übersicht ausmacht. Bist du ja nicht dumm. Deswegen eine 80 ist, denke ich, Ehre wem Ehre gebührt, schon wirklich ein solider Wert. Dann machen wir weiter mit Abilities. Da habe ich dir eine 79 gegeben.
Ich finde, dass du deine Fähigkeiten im Vergleich zu deinem Movement schwächer einsetzt. Also, dass dein Movement besser ist, als dass du deine Fähigkeiten einsetzt. Und das kann ich dir erklären. Zum einen machst du den Fehler wie ich. Mit diesem, was du. Gut, das wird auch nochmal im Parierwert wichtig. Aber zum Beispiel diesen Obi-Wan-Dash, ja, dass du da immer schlägst. Oder dass auch mal ein Lichtwertwurf nicht trifft, den du machst. Oder dass auch mal ein Lichtwertwurf dich trifft von anderen. Ja, oder dass du generell oft mal in Fähigkeiten reingerätst. Da, also bei dem Wert geht es mir nicht mal unbedingt drum, dass du deine Fähigkeiten oft verkackst, sondern auch drum, dass du oft in andere Fähigkeiten reinkommst, wenn das Sinn macht. Und deswegen habe ich dir da eine 79 gegeben. Ist auch, denke ich, in Relation mit den anderen, ja, in Ordnung, dass es da ein bisschen schwächer ist. Und wir machen weiter mit dem Hookswing-Wert. Da habe ich dir eine 75 gegeben. Ich glaube, Hookswing ist bei dir genauso wie bei Steven, genauso wie bei mir. Die Baustelle. Steven hatte eine 79, deswegen habe ich dir eine 75 gegeben. Ich finde, Steven kann das, wenn er sich anstrengt, schon noch ein Ticken besser als du. Was du vor allem üben musst, sind Hookswings selber zu machen. Ich denke, denen auszuweichen, das schaffst du noch eher. Aber wirklich sie zu machen, da. Weiß ich nicht, da fehlt halt schon eine Menge, aber ich denke, das weißt du doch selbst, das ist ja gar nicht böse gemeint. Aber ich denke auch da, wenn du ein bisschen trainierst, ein bisschen dir anguckst, ein bisschen Zeit nimmst, zum Beispiel mit mir oder mit Bene, ja, die dir das so ein bisschen versuchen beizubringen, dann steht dir da nichts im Wege, da auch nochmal vielleicht ein bisschen höher anzukratzen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Hookswings 75, auch im Vergleich zu deiner Karte im Allgemeinen, finde ich, geht doch fit. Und dann wären wir schon beim letzten Wert, nämlich bei dem Parieren-Wert. Da habe ich dir eine 81 gegeben. Und das mag vielleicht ein bisschen niedrig klingen. Ich möchte aber erwähnen, dass es absolut nicht niedrig ist, denn es ist der zweithöchste oder eigentlich der höchste Wert deiner Karte sozusagen. Und zum Beispiel, ja, Leute wie, ich möchte jetzt niemanden nennen, aber ich habe natürlich schon ein paar Karten wieder in Relation gesetzt, weißt du? Und da haben viele jetzt nicht so einen hohen 80er-Wert, deswegen wollte ich da auch nicht einen hohen 80er-Wert geben. Und 81 ist ja absolut stabil und ich denke, das spielt das auch wieder. Du weißt natürlich, wann du parieren musst, du weißt auch, wie du parierst, also das ist ja gar nicht das Problem. Ich glaube, das Problem da ist einfach, dass du auch oft doppelparierte Schläge reinkriegst, sei es von mir, sei es von Bene. Die frisst du halt ab und zu und wenn du sie frisst, dann tut's halt weh. Aber nichtsdestotrotz weißt du natürlich, wie das Parieren geht. Du weißt ganz genau, wann du es einsetzen musst. Da ist einfach nur noch dieses Feingefühl von, okay, jetzt höre ich auf zu parieren oder okay, jetzt sollte ich nicht darauf setzen, dass er gleich pariert, weißt du, damit du keinen Damage kriegst. Also ich denke, das Parieren und Lichtwert sind deine höchsten Werte mit 81, mit dem Movement natürlich noch mit 80. Ich denke, das Spiel spiegelt deine Karte wider, dass du eher Lichtwert bist als Blaster und dass du mit Lichtwert schon wirklich solide spielst. Mit manchen Charakteren wirklich, wirklich richtig gut, mit anderen eher schwach, aber ich denke, das weißt du auch selbst. Das ist ja gar nichts, worüber man, ja, böse drauf sein muss, ja, oder ja. Deswegen denke ich, 81 Lichtschwert, 81 Parieren, 80 Movement ist ein guter Lichtschwertspieler und denke ich, die 81 gesamt, um das Video zu beenden, spiegelt das doch eigentlich ganz gut wider. Wie gesagt, Steven hatte eine 88 und Elle, Bene, ich hatte eine 92 und ich denke wirklich, dass das ja im Allgemeinen halt echt das Ganze relativ gut widerspiegelt. Wie gesagt, ich kenne die anderen Karten. Ich weiß, was für eine Gesamtbewertung die noch haben werden. Ich glaube, Stand jetzt sind die einzigen, die ich noch nicht gemacht habe, die liebe Annie und Pike. Ja, aber ansonsten denke ich, war es das mit dem Video. Falls euch das gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Falls ihr Verbesserungsvorschläge für Sophies Karte habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten teaser ich wie immer die nächste Karte an und ich denke, die nächste Karte wird tatsächlich der liebe Lars, aka die liebe Tüte sein. Genau, ansonsten war es das mit der Folge. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein, haut rein und ciao, Leute.